haben Syrien-Einsatz, übrigens einen Kriegseinsatz beschlossen. Haben sich zwar alle gewunden, das anders genannt, aber es ist ein Kriegseinsatz. Ja, zieht die deutsche Bundeswehr in den Krieg. So, und das ist so passiert, dass wir Syrien schon ganz, ganz lange die Konfliktsituation da war, aber Deutschland sich nicht geschert hat, dann hat es irgendwann mal einen Beschluss gegeben, dass man die kurdischen Aufständigen mit Waffen beliefert. Und damit hat man das Thema wieder abgefrühstückt gehabt. Und dann gab es den Anschlag in Paris. Und da war schon so nach dem Motto, jetzt muss man ja doch irgendwas machen. Und dann gab es am Dienstagmorgen einen Kabinettsbeschluss. Dienstagmorgen ist der gestaltet worden. Um 12 Uhr hatten wir den Kabinettsbeschluss sozusagen über den Computer in unserem Netz, konnten ihn ausdrucken. Um 14 Uhr hat bei uns die Fraktionssitzung begonnen. Die Abgeordneten haben aber einen klaren, getakteten Tag. Also fast keiner von den Abgeordneten war zwischen 12 und 14 Uhr im Büro. Also wenn überhaupt, dann haben die Mitarbeiter das ausgedruckt und denen dann nachgetragen, den Abgeordneten. Ich hatte meine Unterlagen um, glaube, 14:45 in den Händen. So ein Backenbeschluss sozusagen. Und das Wichtigste war auf 20 Seiten, aber auch das ist noch relativ viel, was das Kabinett beschlossen hat. Um 14 Uhr haben wir Fraktionssitzung, um 14.45 Uhr hat die Fraktion beschlossen, wie sie damit umgeht. Das ist teilweise Demokratie heute.